Komm, einen Schritt Abstand von mir. Einen Schritt Abstand von mir. Abhauen. Weißt du, was auch illegal ist? Hier einfach was abzuholen. Nicht ganz einen Monat, bevor sich die Dresdner Bombennacht wieder jährt, wurde am Dresdner Altmarkt letztens die Gedenkschrift am Eingang der Tiefgarage entfernt. Nach einigen Hin und Her bekannte sich die Stadtverwaltung als Auftraggeber. Von der Stadt wurde mittlerweile auch eine unscheinbare Stele als neuer Gedenkstein an dieser Stelle aufgestellt. Das Denkmal an der Bank und die Inschrift, die hier gerade von Antifa-Terroristen entfernt wird, stammen von einem privaten Investor. Sagt mal, warum macht ihr so eine Scheiße? Was soll denn das? Mit der Inschrift werden auch eure Großeltern oder eure Urgroßeltern geehrt. Wisst ihr eigentlich, was hier in Dresden los war? Lest mal Bücher, schaut Filme. Dresden war damals die Hölle. Leider gibt es wohl mittlerweile keine Zeitzeugen mehr. Die jetzt noch leben, das waren damals noch Kinder. Meine Großeltern haben auch nicht viel darüber erzählt. Aber es gibt viele Bücher, in denen das auch beschrieben wird. Hier am Altmarkt wurden die vielen Toten aus der Innenstadt zusammengetragen und dann verbrannt. Die Innenstadt war damals total zerstört. Denkt mal drüber nach. Mir tun vor allem eure Eltern leid, wenn die mitbekommen, was die da für mich gerade eine Kinder großgezogen haben. Denkt nach, bevor ihr Scheiße macht. Wir haben als Kinder auch gerne Unsinn gemacht, aber nicht sowas.